Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Miss B mit der Sendung Dippegucke. Ihr wisst, Dippegucke, Hunsrücker, Ausdruck für Dippe, Topf, Gucke, Schaue. Gell? Also Topf, Schauen. Und heute gibt es ein super Original-Hunsrücker-Gericht und zwar Dippelappes. Und heute zeige ich mal das, wie man das im Topf macht, Original-Hunsrückerisch, mit lecker Apfelkompott. Das wird ganz toll. Also dranbleiben, es geht gleich los. Grüß dich, Jutta. Grüß dich, Miss B. Hallo, aber wir müssen erstmal ein Schlückchen trinken. Heute gibt es ja Dippelappes. Ich habe mir schon meinen Spritzschutz angezogen. Es wird spritzig. Zum Dippelappes brauchen wir Pfeffer, Salz, 2 Eier, Apfelkompott für die Beilage, Kartoffeln, 1 Kilo machen wir und 4 Zwiebeln. Du hast dir schon was genommen für dein Pötchen. Sie ist schon am Rühren. Ich habe schon gearbeitet. Genau, und Speckwürfel oder Streifen, würde ich mal sagen, und Mehl. Und los geht's auch schon. Ja, sehr schön. Da ich ja du schon mal vorbereitet schon, genau, habe, wie, können in weiser Voraussicht, dem Zuschauer zeigen, wie das aussieht. So sieht das jetzt aus, die Masse. Das ist ja auch ein irres Gerät, was du da hast. Da sagen wir die Firma jetzt nicht, aber es ist einfach. Das sehen Sie jetzt mal gleich, wie das gemacht wird. Bei Dippelappes machen ja viele Leute nicht, weil es so viel Arbeit ist. Mhm. Und so, mit den paar Zutaten, ist ja eigentlich auch wieder... Geht schnell. Vegan, oder? Nee, mit den Eiern nicht. Aber vegetarisch. Aber vegetarisch. Wenn man die Speckwürfel weglässt. Genau, die kann man weglassen. Kann man ich finde es halt ganz gut. Man kann aber auch für den Geschmack auch ein bisschen Lauch dazu machen. Ist nicht verboten. Lauch geht auch. Genau, Lauch anstatt Lauch Speckwürfel. Und dann haben wir es schon wieder... Vegetarisch. Vegetarisch, gell? Genau. So, hier kann ich jetzt schon mal ein bisschen würzen, wenn ich da Anfang finde. So. Kannst du auch Zeit lassen? Kann ich nicht. Doch, doch musst du nicht. Ich muss ja meine Muskelkraft noch spielen lassen, ja. So. Also ich mal ja alle Gewürze, weil ich finde das immer... viel schöner. Ja, erstmal für das Auge und es ist auch ein bisschen frischer schmeckt es. Ne? Ja, einfach besser. Je weniger Fremdgeschmack, umso besser der Eigengeschmack. Und du brauchst es auch nicht viel salzen, wenn man Speckwürfel drin hat. Ja. Ist ja schon gesalzen. Wenn man es vegetarisch macht mit dem Lauch, kann man ruhig ein bisschen mehr Salz reinmachen. Ja, genau. Muss man genau. Nebenbei. Ich habe jetzt schon mal so gewürzt, dass ich für die nächste Portion schon mitgewürzt habe. Genau. Ein brutales Teil, aber es macht ganz toll die Masse. Ja, es wird nicht so musig, es wird so stückig. Was machen wir jetzt mit der Eier? Die kommen zum Schluss dazu. Die kommen zum Schluss hierzu oder dazu? Da rein, denn ich mache dir die Masse ja auch da rein. Ach gut, dann kann ich die doch schon mal hoch. Die kannst du eigentlich auch schon reinmachen, klar. Du kannst eigentlich auch schon mit den Speckwürfeln anfangen. Ja, artet schon wieder im Stress aus. Ich habe schon wieder aus. Können wir noch. Da kommt noch ein Löffel Mehl dazu. Ja, wegen der Bindung. Ja. Kommt doch der Zucker auch schon mal auf. Löffel hast du denn? Das sieht doch schon toll aus. Ne? Ja, das ist einfach. Schön. Kochen ist ja schön. Guck mal, sieht schon mal. Guck mal, hier rutscht mal hier so ein bisschen hin. Drin ist. So, ne? Genau. Tut man ein bisschen. Das reicht schon für die Bindung. So, da drüber. So, dann haben wir hier. Ich muss mal wegstellen, damit das erste Föß ist. Die nächste Portion. Warte, ich mache vielleicht zuerst mal hier das Mehl. Ja. Riecht wieder so ganz frisch, ganz lecker. So ein bisschen Stärke mit mir, ja, genau. So.
So. Oh, ich muss weinen. Die Zwiebeln sind doch ein bisschen... Ach, mit wasserfestem Make-up geht das doch. Ich weine nicht, ich bin geschminkt. Das geht gar nicht. So, derzeit mache ich schon mal den Ofen an. Genau. So. Kann schon die Speckwürfel machen wir dann rein. Und schon geht's los hier. Die tut man ja ein bisschen auslassen, ne, denke ich mal. So. Genau, wir brauchen das Fett so ein bisschen für die Farbe. Genau. Und für den Geschmack. Oh, das duftet schon. Liebe Zuschauer, lecker. Vor allen Dingen, viele sagen ja, das geht ja gar nicht im Topf. Das geht nur im Backofen. Und das ist Quatsch. Ja. Das ist so ein bisschen eine Hunsrücker Abwandlung von dem schweizerischen Rösti. Ja. Etwas anders. Ich weiß nicht, ob der Rösti mit Ei gemacht wird. Ich glaube auch. Oh. Aber es ist halt Hunsrücker. Ja. Das ist ja eigentlich auch eine Kalorienarm, oder? Kann man nicht so sagen. Ja. Gott. Wenn der Speck nicht drin wäre, schon. Also die Vegetarier unter uns, die aber gut, einmal, den schlägt es dann nicht auf die Hüfte. Ja, aber einmal am Tag muss man ja auch lecker essen. Das nützt ja alles. Nee, das nützt alles nicht. Na? Für wie viele Personen denkst du, reicht das hier jetzt, was wir gemacht haben? Oh, ja, also. Zwei Personen auf jeden Fall. Und wenn es keine großen Esser sind, drei. Genau. Und wenn es Models sind, sehr wahrscheinlich der ganze Bus. Kannst du nicht, ja genau, dich voll machen. Ah, duftet so herrlich, liebe Zuschauer. Köstlich, köstlich, ja, köstlich. Noch ein bisschen, gell, würde ich sagen. Ja, ah, jetzt sehen Sie auch, dass das Fett schon langsam da austritt. Wenn das mal so einfach bei uns gehen wird, ne? Ich würde mich ja meinen Topf setzen. Einmal braten und weg ist das Fett. Und jetzt trinken wir aber nochmal einen Schluck schon. Ja. Dann ist die Überbrückungszeit müssen wir ja irgendwie nutzen. Magst du noch ein bisschen? Nö, ist okay, bleibt oder? Ja im Topf. Auch der Speck bleibt ja noch im Topf. Hast du gut gemacht. Eben. Hast du sehr gut gemacht. Guck mal, darf ich dir was überreichen? Gerne, danke schön. Jetzt tun wir die Masse da rein. Hier ist wichtig, einmal umrühren, damit der Speck nicht unten hängen bleibt. Ne? Stimmt? Genau, ja, genau. Hat sie mir nämlich eben gesagt. Musst du denn alles verraten? Ja, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das mache ich ja ständig durch die Federbohrer. Ja, eben, so. Ich meine. So, und jetzt lässt man das goldbraun werden. Ne? Ja. Und dann wird es immer wieder gewendet, umgeschichtet, ja, so dass es ein ja, gebräunt wird. Genau, komplett, wie beim Rösti. Man kann es jetzt auch noch ein bisschen glatt machen. Was für die Dekoration. Jetzt, genau, dass das auch so ein bisschen jetzt... Und Deckel drauf? Deckel dann drauf, ja. Okay. Ja, wir drehen es ja nochmal. Die Kunst an der Sache bei dem Dippelabes ist ja, wir müssen es ja einmal nochmal komplett umdrehen. Ja. Wie ein riesengroßer Kartoffelpfannkuchen. Ach so, also ich habe gedacht, das wird wie permanent... Das wie Kartoffelpuffer. Wird wie beim Kartoffelpuffer. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Ja, ich auch. Ich mache ja immer Schales. Der kommt in den Backofen, da braucht man nichts drehen und wenden. Aber du wolltest ja Arbeit machen. Komplett ist nicht. Die Tante zeigt dir das. Kannst du das schon mit den Teller vorbereiten? Bin mal gespannt. Schon vorbereiten, ja? Ja, kann man auch. Jetzt noch 20 Minuten. Also ein Schnellgericht ist das da jetzt nicht. Nee. Nee, beim Schales hätte man eine ganze Stunde hier stehen müssen. Gut, auf der Kamera. Wir tun einfach die Kamera jetzt weiter vor, weil wir wollen jetzt in 20 Minuten hier stehen. Ne? Ja. Also, bis gleich.
Also Kinder, bei dem Essen braucht man was, was ich so gar nicht habe. Und zwar Geduld. Ich will doch mal alles in 5 Minuten machen. Furchtbar. Geht nur mit Alkohol. Geht nur mit Alkohol. Da sind Sie ja schon wieder 20 Minuten später. Ist das Ergebnis in einem normalen Topf? Im Backofen wird es natürlich oben gebräunt. Das haben wir jetzt nicht. Jutta, die Deckelbeauftragte. Und zwar heißt es ja auch Dippe Lappes. Und Lappes ist im Hunsrück. Ja, was ist ein Lappes im Hunsrück, Jutta? So ein Flappes. Und genau so ist die Konsistenz natürlich. Ne? Ja. So, um das jetzt ein bisschen aufzuhübschen, weil schmecken, ich habe es eben schon probiert, fantastisch. Aber um es aufzuhübschen, wenn man serviert, habe ich mir gerade mal einfallen lassen. Ich bin ja so gut, Jutta, weißt du ja. Du weißt das. So gut. Tut man das einfach hier jetzt in ein Tässchen. So ungefähr. Ja. Ne? Und dann einfach stülpen. Voilà. Voilà. Kriegt ihr dann, ja, was für einen Effekt, Pfannkuchen-Effekt, was auch immer. Tja, auf jeden Fall ist es dann Dippe Lappes Deluxe, ne? Ja. Dippe Lappes Deluxe. So, wo darf ich den Kompott Ja, ich würde den Kompott jetzt hier so... Einmal. Genau, so. Damit es auch Dippe Lappes so. Deluxe bleibt. Genau. So, ist doch... Ne? Sehr schön. Vom Lappes zu Flappes. Ne? Und ich stehe hier in der Brühe. Okay. Du wolltest kochen. So, wunderbar. Oder? Ja, sehr Liebe schön. Liebe Zuschauer, nochmal ganz genau gucken hier. So kann man es dann servieren. Von der Konsistenz ist es jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich probiere es mal. Es ist lockerer wie der Schales. Der Schales ist fester. Ja? Und deswegen esse ich nicht gern Schales, das ist mir zu trocken. Richtig, er ist sehr trocken. Genau. Mhm. Und das haben wir hier nämlich nicht. Nein. Der ist hier saftig, Kraft, Kartoffeln, Speck, schmeckt mal. Mhm. Hast du gut gekocht. Nicht so viel Gewürz, gell? Mhm. Aber köstlich. Doch. Mit so einem süßen Apfelbrei. Mhm. Ganz lecker. Mhm. 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 Gell? Ja. Lecker. Ja, sehr gut. So, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Das war Dippe Lappes mit Jutta und Flappes. Nee, mit Miss B. Bis zum nächsten Mal. Und falls es Ihnen gefallen hat, einfach abonnieren. Jede Woche neu Dippe Lappes mit Miss B und Jutta Decker-Schütz. Ciao. Tschüss. Siehst du mal. Köstlich. Ach, du kochen kannst, hättest du auch nicht gemacht.